Hallihallo, wie geht's denn so? Jetzt soll es gehen um Vektordatenwerkzeuge, wie schon angekündigt. Und dies mache ich normalerweise in einem schönen Tafelbild, wird zusammengearbeitet, sie malen das dann, also die Schüler malen das dann ab oder zeichnen das dann ab, wir sprechen drüber und dann gehen wir dann erst dann zu QGIS. Ja, ich habe gestern Abend das mal probiert mit einer Kamera zu machen und das zu zeichnen auf Papier. Das wirkt aber nicht so gut. Dann habe ich mir was anderes überlegt und da möchte ich Ihnen eben das heute hier so vorstellen. Und das hat den Vorteil, dass ich Ihnen auch mal die Vektorerzeugungswerkzeuge zeigen kann. Also, wir haben aus dem vorhergehenden Video ja schon entnommen, dass wir eine eigene Werkzeugkiste haben. Und wir haben ja schon mehrere Werkzeugkisten kennengelernt. Hier die Verarbeitungswerkzeuge sind bei mir schon offen. Ich habe hier jetzt QGIS 3, 4 mir installiert, wie Sie gesagt haben, dass das ist, was Sie jetzt gerade installiert haben. 3.16 ist noch ein bisschen komfortabler. Aber wenn Sie das jetzt hier verstehen, was Sie wo zu klicken haben, dann verstehen Sie es in 3.16 natürlich auch problemlos. Wer jetzt kein 3.4 hat, der möge sich dann bitte auf seinem Privatrechner 3.4 installieren oder gerne auch 3.16. Da finden Sie alles so und sogar noch einfacher, weil da noch ein paar Menüs ein bisschen besser ausgezeichnet sind. Also da sollte es eigentlich kein Problem geben. Ansonsten sprechen Sie mich dann bitte an. Gut, jetzt aber ans Eingemachte. Wir haben also Verarbeitungswerkzeuge, wir haben also sozusagen hier eine Meta-Toolbox, also eine Toolbox, in der Toolboxen drin sind. Und da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen und wir sehen aber hier, dass es verschiedene Vektorwerkzeuge gibt, verschiedene Vektor- und verschiedene Rasterwerkzeuge, dann Netzwerkwerkzeuge. Wir haben hier noch ein paar Plugins, die brauchen Sie nicht interessieren. Irgendwo müssten eigentlich auch für Punktwolken eigene Werkzeuge sein. Point Cloud. Nee, jetzt nicht. Ich hatte mal die Last Tools installiert, die sehe ich jetzt gerade nicht. Kann sein, weil ich da eben das auf 3.16 installiert habe. Gut, kann Ihnen egal sein. Datenbankwerkzeuge und so weiter und so fort. Die häufigsten Vektorwerkzeuge finden wir tatsächlich hier auch noch hier oben in der Menüleiste. Ne? Vektor, dort. Diese beiden hier, Contour und QuickOSM, die habe ich zusätzlich installiert. Aber diese Punkte, die sollten Sie auf jeden Fall auch haben. Auch in der Basisinstallation sind diese Unterabteilungen Menüpunkte und den wollen wir uns heute annähern, denn da sind ganz, ganz viele fundamentale Werkzeuge dabei. Gut, zu diesem Theorieteil, der jetzt quasi hier U-Boot-mäßig in diese Benutzereinführung versteckt ist, der ist auch in Folien zurück, also nachgehalten. Ich habe Ihnen das Masterfolien-Dokument, wo eine Riesenfoliensammlung für Lernfeld 4 drin sind da über 300 Folien oder so und die Folie des Abfolien 71 beginnen die hier mit den Vektorverarbeitungswerkzeugen zu tun haben. Ich werde Ihnen aber auch nochmal einen kleineren Satz dann auch mal in die Aufgabe, die ich dann in Teams hochlade, reinpacken. Gut, aber der Vorrede jetzt genug. Jetzt wollen wir ins Eingemachte gehen. Gut, also wir wollen in QGIS jetzt Geometrien erzeugen. Und an diesen Geometrien möchte ich Ihnen dann vormachen, wie die Basisverarbeitungswerkzeuge funktionieren. So, wie machen wir jetzt eine neue Datensammlung? Und da, wir kennen schon Shapefiles, die könnte ich hier oben mit dem Knopf machen, neue Shape-Datei-Layer. Aber ich möchte, dass Sie von Anfang an lernen oder nicht lernen, sich daran gewöhnen, mit Geopackages zu arbeiten. Die haben nämlich viele praktische Vorteile. Ich kann mich in eine einzige Datei mehrere Ebenen reinpacken und dann können Sie für die Abgabe, wenn Sie dann die Aufgabe abgeben, eine Aufgabe abgeben, alles in eine einzige Datei packen, da geben Sie Ihren Namen und dann können Sie die hochladen und ich habe dann alles beisammen und muss mich nicht mit 17.000 Dateien rumärgern. Und gerade fürs verteilte da arbeiten und so weiter sind Geopackages toll. Also ich mache also erstmal ein neues Geopackage. Genau genommen den neuen Geopackage Layer, das sehen wir hier, steht ja auch drüber. Und jetzt kann ich mir eine Datenbank aussuchen. Ich mache mir aber jetzt mal eine neue. So, ich mache mir eine neue, einfach auf dem Desktop, Geopackage und das ist jetzt Vektorwerkzeuge. So heißt jetzt, das sind ja keine Werkzeuge drin, also sage ich, nenne ich das Vektor-Tools-Übung, nenne ich das, ja, Vektor-Tools-Übung. Und so heißt jetzt mein Geopackage. Und alles, was ich reinspeichere, wird immer als eigene Tabelle mit einem eigenen Tabellennamen reingespeichert. Ich sollte jetzt also nicht meine Tabelle, die ich erzeuge, auch Vektor-Tools-Übung nennen. Das ist also eine doofe Voreinstellung, die will ich nicht. Als erstes will ich uns einen Input erzeugen. Und
oder das wollen wir zusammen machen, ein Input. Und dieses Input soll beinhalten Polygone. Wobei, zuerst brauche ich einen Rahmen für meinen Input, um nämlich jetzt das Zeichnen mit zu erleichtern. Gut. WGS 84, 432, EPSG-Code 4326, WGS 84 und projiziert Altgrad. Will ich jetzt in Dezimalnotation, will ich jetzt gar nicht haben. Ich will ein kartesisches Koordinatensystem, damit dann auch die ganzen geometrischen Berechnungen, die wir mit den Vektorwerkzeugen machen, gut funktionieren. Gut. Also, was nehme ich? Ich nehme jetzt einfach mal 32632, WGS 84 UTM, Zone 32N. Das ist super. Da das nur ein Rahmen ist, ich mache da jetzt nur ein Rechteck, brauche ich jetzt auch keine neuen Felder. Das heißt, die Attributtabelle wird sehr mau sein. Da wird nur eine Objektkennungsspalte namens FID drin sein. Ja, die macht er automatisch. Ich könnte die umbenennen, will ich nicht. Die Geometrie-Spalte soll auch Geometry sein. Und hier sehen Sie schon, dass er einen räumlichen Index erzeugt. Da für räumliche Indizes müssen wir ja in diesem Ausbildungsjahr nur wissen, die machen... Oder müssen wir zwei Sachen wissen. Die machen das räumliche Arbeiten leichter, weil ja räumliche Daten miteinander in Beziehung setzen, Rechenkraft intensiv sein kann und ein Index hilft dabei, deswegen lassen wir den gleich mit erzeugen. Und wir merken uns das oder wissen schon, dass in Shapefiles in der SRX-Datei zum Beispiel der Index auf dem eine Suchhilfe, also so ein Suchhilfe-Index auf der Dbase-File drin liegt und in der SA, oh, jetzt habe ich es gerade vergessen, also in einer der anderen ist dann der räumliche Index drin. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Können Sie aber in Ihrer Tabelle nachgucken, den Link haben Sie ja auch schon vom letzten Blog. Gut. Das erzeuge ich also. So, wird erzeugt. Und jetzt habe ich hier den Rahmen, ist als Layer angelegt. Da ist natürlich noch nichts drin. Wenn ich hier reingucke, Attributtabelle öffnen, ist leer, gibt nur eine Spalte FID, aber selbst die ist leer, es gibt keine Zeilen. Und wir sehen jetzt hier die kleine Datenbank, das Geo-Package, was erzeugt ist. Und wir haben hier einen Polygon-Datensatz. Wunderbar. Tolle Sache. Das können wir so lassen. Und jetzt erzeuge ich mir neue Daten. Wie mache ich das? Dafür habe ich hier oben diesen Editierbereich. Hier Bearbeitungsstatus umschalten. Das aktiviere ich. Und da das eine Polygon-Datei ist, eine Polygon-Tabelle, zeigt er mir hier auch das Zeichen an für Polygon-Objekt hinzufügen und auch die Tastaturkürzel. Da kann ich aber einfach draufklicken und könnte jetzt hier ein Polygon erzeugen. Das geht grundsätzlich so bei QGIS, dass der für jeden Klick mit der linken Maustaste einen Punkt setzt, einen Stützpunkt. Und sobald ich rechtsklicke mache, dann rechtsklicke, dann erzeugt er mir das Objekt. Ne? So, und dann ist es jetzt da. Und dann schaue ich mir das an und habe es jetzt ausgewählt. Dann kann ich mir die Attributtabelle angucken. Ne? Automatisch erzeugt er jetzt die FID. Die wird er dann erzeugen, wenn ich die ganze Sache abspeichere. Kann ich mal machen. Speichern, dann hat er jetzt ID 1 vergeben. Gut. So. Was Sie hier mit den Xen sehen, das sind die einzelnen Stützpunkte, die ich gerade erzeugt habe. Gut. Das will ich aber nicht. Ich will einen rechteckigen Rahmen haben für das Vormachen der Vektorwerkzeuge. Und dann will ich aber darauf achten, dass ich nicht zu sehr über eine UTM-Zonengrenze gehe. Deswegen gehe ich jetzt mal, hole ich mir nochmal kurz OSM, um ein bisschen näher rein zu zoomen. Ne, Moment. Da. Mal sehen, ob MapSurfer gerade noch aktiv ist. Das Heidelberg gibt es hier gerade noch. Manchmal haben die ihre Adresse geändert. Ich weiß nicht, ob das bei mir gerade in den Einstellungen korrekt ist. Nein, das scheint mir zu lang zu dauern. Da ist irgendwas nicht richtig. Also gehe ich einfach auf normale OSM-Daten. Die können natürlich auch NASA-Daten oder was weiß ich nehmen, ist egal. Ich sehe nur, ich bin im sehr, sehr kleinen Maßstabsbereich. Das heißt, genau, ich gucke mir hier ganz Europa an. Das ist mir zu riskant. Da zoome ich lieber rein. Na, das geht in 3.16 schneller. Na gut, egal. Guck mal, in der Zwischenzeit, ah ja, ein Stück Luft holen, so. Sind wir doch hier schön hessisch. Na, der schleift das jetzt alles durch. So. Und wenn ich jetzt hier Quadrate, Rechteck und Quadrate mache, dann sind wir so nah an der Erdoberfläche, dass es kein Problem ist. Ging mir jetzt nur um den Maßstab. Können wir jetzt wieder ausmachen. Die Ebene brauche ich nicht wirklich. Nur, dass sie eine Vorstellung haben. Gut. Also diesen Rahmen will ich zeichnen. Ich möchte aber jetzt nicht so ein wildes Polygon machen, wie ich so ein ganz freies, wie ich es gerade gezeigt habe.
sondern ich möchte ein Rechteck machen. Dazu gibt es Unterstützung. Da kann ich hier auf die Hilfswerkzeugleiste gehen, rechtsklicken und dann sage ich, na, wo sind sie? Das sind die, ist die Werkzeugleiste für Formen da. Ne, die erscheint dann hier. Man kann die auch umschieben. Da vorne haben diese Pünktchen und dann kann ich die dahin schieben, wo ich das möchte. Ich packe sie mir mal hier hin. Ne? Dann packe ich mir aber das hier woanders hin. Dann habe ich die ganzen Editiersachen hier. Das ist für die Beschriftung. Das tue ich auch weg. Und dann habe ich das alles, was ich hier zum Editieren brauche, so näher beieinander. Wissen Sie, dann ist das besser zu sehen. So, das sind jetzt hier meine Editierwerkzeuge, die habe ich mir eingerichtet. Und Sie können natürlich nicht nur über einen Rechtsklick hier die verschiedenen Werkzeugleisten sich einblenden lassen, sondern das geht auch über, nee, nicht Layer, Ansicht, Bedienfelder und Werkzeugkästen. Ebenso, wenn Sie ein Bedienfeld verlieren, also wenn Sie Layer oder Browser hier dieses Übersicht zugemacht haben oder die Werkzeugleiste, die können Sie dann alle mit dem Bedienfelder wieder vorholen. Brauche ich jetzt aber nicht, also gehe ich auf Werkzeugkästen und ich will noch ein zweites. Und zwar das Einrastwerkzeug, genau, die Einrastwerkzeugleiste, die ist unglaublich wichtig. Ja, vielleicht tue ich sie tatsächlich sogar mal da drunter, damit sie das so ein bisschen übersichtlicher haben. Dass das nicht, ah, jetzt macht er die dann, kann ich die dann hier verschieben, so? Ne, die will er dann da ausrichten, na gut. Dann wissen Sie, dann packe ich mir einfach alle Editierwerkzeuge hier unten dann hin. Soll mir rechts sein, ne, das will ich nicht, das ist der Infobutton, so. Ne, okay, das habe ich alles. Einrastwerkzeuge, Sie sehen das Magnet als, den Magnet als Sinn. Bild. Ich habe die Editierwerkzeuge. Ich bin jetzt schon im Editiermodus. Die Ebene kann ich mal rausschmeißen. Layer löschen. Layer löschen. Genau. Okay. Also, dann hier meine normalen Editierwerkzeuge, auch mit rückgängig. Steuerung Z, Steuerung umschalten, Z für wiederholen, speichern und so weiter. Knotenwerkzeuge. Und hier die Formen, die ich machen kann. So, also das ist das Werkzeug. Den Werkzeug, das ich nicht brauche. Jetzt will ich also ein neues Polygon erzeugen und das soll ein Rechteck werden und dann klicke ich einfach, nachdem ich hier im Bearbeitungsmodus bin und Polygon erzeuge, auf, hier in dem Falle auf Rechteck aus Mittel und eine Punkt, einem Punkt müsste da stehen, hinzufügen. Man kann auch hier das Pull-Down-Menü machen und dann das Rechteck entweder aus drei Punkten erzeugen oder mit Ausmaßen. Das ist noch falsch übersetzt, das wäre in 3.16 dann, ich glaube, ein zweipunktiges Rechteck. Gut, aber wir lassen einfach diese einstellen, dann kann ich es nämlich aus der Mitte großziehen. Und ich mache einen Punkt, ich setze einen Punkt mit dem ersten Klick und dann ziehe ich das gute Stück so hin, wie ich will. So, und so passt mir das. Ich habe jetzt ein zweites Mal geklickt und jetzt mache ich einen Rechtsklick und der erzeugt jetzt automatisch eine FID und jetzt habe ich hier ein Rechteck. Wunderbar. Nicht vergessen, mit der Space-Taste verwandeln Sie die Maus, den Mauszeiger in den Pan-Knopf, damit können Sie dann verschieben. Das ist beim Editieren immer ganz nützlich. So, jetzt habe ich schon mal meine erste regelmäßige Struktur erzeugt und die speichere ich jetzt einfach ab und beende dann die Bearbeitung. Ne? Drück auf den Stift. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Rahmen. So. Und der ist jetzt nur als Zeichenhilfe. Da werden Sie gleich sehen, wie das funktioniert. Dann erzeuge ich mir jetzt eine weitere Ebene. Und diese Ebene soll unser Input für unser erstes Werkzeug, was wir benutzen, sein. Ne? Also ich mache jetzt einen Input, einen Beispiel-Input und darauf wenden wir dann Vektorverarbeitungswerkzeuge an. So. Und dazu erzeuge ich mir jetzt erstmal noch eine neue Datei, wieder in dieselbe Datenbank, die muss ich erst auswählen, Vektortools Übung, speichern, muss der Sache einen Tabellennamen geben, aufpassen, es darf nicht Vektortools Übung heißen, sondern es soll ja heißen, das ist jetzt unser Input, fragmentiert nenne ich das mal, werden dann sehen warum, und ich sage jetzt, ich will ein Polygon machen. Hier will ich wieder nicht 4326 WGS 84 unprojiziert Altgrad. Nein, ich will wieder 3632 WGS 84 UTM Zone 32N kartesisches Koordinatensystem mit recht, also rechtwinklig ist ja kartesisch, aber mit Metern als Einheit. So, wir brauchen hier aber Felder. Und zwar mache ich zwei Felder. Ich will nämlich verschiedene Nutzungsarten haben. Nutzungsart heißt mein Feld. Und da soll Text drin stehen, das ist mir recht. Das füge ich hiermit zur Feldliste hinzu, dann sehe ich hier unten die einzelnen Felder. Das heißt, die Attributspalten, die meine Attributtabelle dann haben wird. Gut, das reicht mir aber noch nicht. Ich will noch ein zweites. Und zwar will ich noch die Nutzungskennziffer. Ja? Das soll eine ganze Zahl sein. Maximallänge kann ich hier gar nicht einstellen. Das geht ja wahrscheinlich bei Zeichenketten und so.
Integer können sich gleich dran gewöhnen. Ich habe verschiedene Datentypen und die muss ich vorher angeben und dann kann in diese Spalte auch wirklich immer nur dieser Datentyp rein. Jetzt habe ich also einmal Text und einmal Kennzahl. Also zur Feldliste hinzufügen. Das hier unten kann ich so lassen. Ich könnte auch noch eine Layer-Beschreibung reinpacken. Können wir spaßeshalber machen. Layer-Beschreibung. Vorlage für Vektorübung. Na, okay. Jetzt fragt er, und das ist ganz wichtig. Datei bereits vorhanden. Soll die Datei mit einer neuen Datenbank überschrieben werden oder ihr in ein neues Layer, ein neuer Layer hinzugefügt werden? Und ich will natürlich immer in die gleiche Datei, in die gleiche GeoPackage-Datenbank, will ich ja immer neue Layer hinzufügen. Ich will ja immer neue Sachen abspeichern, damit ich eben alles beisammen habe. Sonst lösche ich ja immer meine Sachen. Also da müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht auf Überschreiben gehen, sondern wirklich nur auf neue Layer hinzufügen. Ja, das ist also eine in der aktuellen QGIS-Benutzerführung ein Fallstrick, wo man reinpurzeln könnte. Gut. Jetzt habe ich hier meinen Input. So, den Rahmen. Sie sehen, der ist grau, das ist immer noch der, aber wenn ich hier in der Layer-Übersicht auf ein Layer klicke, dann kann ich jetzt, arbeite ich in dem und kann mit dem anderen erstmal nichts machen. So. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Jetzt kommen wir hier zu den Einstellungen für das Einrasten. Was ich machen will, was ich mache, ich bearbeite erstmal und jetzt bearbeite ich diesen Layer. Ne? Deswegen ist jetzt hier der Bleistift, weil ich Input fragmentiert, weil ich das jetzt modifiziere. Gut. Und ich will ja jetzt genau mein Beispiel an dem Rand ausrichten. Und dazu nutze ich diese Einrastoption. Die schalte ich erstmal grundsätzlich ein. Jetzt gibt es hier sehr viele Einstelloptionen, die vielleicht nicht intuitiv sind. Die erste sagt, ob ich auf allen Layern versuche einzurasten, also ob, wenn ich dann klicke, ob der die Sachen einfangen soll, oder nur im aktiven Layer oder noch was Erweitertes. Ne? So, und das kann ich hier gucken. Ich mache jetzt also ich öffne die Einrasteinstellung. Das kann ich jetzt sehen, was das ist. Das ist eine Übersicht, die mache ich zu. Und was ich tatsächlich machen will, ist die erweiterte Konfiguration. Dann erscheint hier, bleibt das bei erweitert. Und ich kann hier bei erweiterte Konfiguration hoch, was macht er denn hier? Dinge ein- und ausschalten. Dann sage ich ihm hoch, was hat er denn, ne? Das ist ein Problem. Netzwerkanfrage. Das soll doch gar nicht ins Netz. Soll alle ausmachen, alles schließen. Können doch alle zu. Ich habe doch hier gar keinen. Bin doch gar nicht mehr im Internet mit dem Zeug. Na, das ist komisch. Ich mache mal eine kurze Pause. Bis das aus. Ah, jetzt ist es aussortiert. Gut, keine Pause. Gut. Also Sie sehen jetzt hier ist erweiterte Konfiguration. Das kann ich da erkennen. Und ich habe jetzt hier das Auge. Und bei dem Auge kann ich jetzt hier die Layer aktivieren und kann sagen, 12 Pixel Toleranz zum Einrasten ist in Ordnung. Und ich will dann hier Schnittpunkte vermeiden. Ja, das heißt später anders. Und das ist besonders gut, wenn ich ein Mosaik, ein Flächenmosaik machen will. Gut. Dann klicke ich hier auf topologisches Editieren. Das ist auch gut für die Grenzen. Und Einrasten auf Schnittpunkten aktivieren. Das ist nicht zwingend notwendig. Jetzt gehe ich aber hier auf alle Layer. Und sage dann Stützpunkt und Segment. So, und dann müssten die Einstellungen soweit korrekt sein. Schauen wir mal, ob ich mich richtig erinnert habe. So, jetzt erzeuge ich hier also ein Polygon. Jetzt will ich keine regelmäßige Form, sondern ich fange hier einfach an. So, ja, das sieht schon mal gut aus. Sie sehen jetzt, wenn ich hier mit meinem Mauszeiger, der hat sich ja verwandelt in Fadenkreuz. Das bedeutet, ich bin im Modus, dass jedes Mal, wenn ich jetzt links klicke, ein neuer Knotenpunkt erzeugt wird. Ich habe jetzt das so eingestellt, dass er alle Layer magnetisch findet und nicht nur die Knotenpunkte hier, die Eckpunkte, das ist die Grundeinstellung, sondern auch die Kanten dazwischen. Das heißt, er rastet jetzt auf die Kante ein. Das ist wunderbar. Und dann mache ich das doch mal. So, Moment, ich muss mal kurz in meine Vorlage gucken, wie ich es haben will. Ja, genau so. So, dann klicke ich jetzt hier und da wird der erste Punkt gesetzt. Und dann so, 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 so. Und dann gehe ich jetzt hier ins Eck. Und dann bin ich schon fertig mit diesem Stück. Mache nicht noch einen Klick, sondern mache jetzt einen Rechtsklick. So, jetzt fragt er mich dann, welche Attribute soll das Ganze denn haben? FID kann er automatisch erzeugen, ist in Ordnung. Die Nutzungsart soll sein, in dem Falle Wald.
Und die Nutzungskennziffer für Wald, das soll jetzt mal sein, die 1. So. Moment mal, das schreibe ich mir auf, sonst gibt es nachher Chaos. Wald ist gleich 1. So. Gut. So, habe ich gemacht. So, jetzt ist hier noch ein anderes Stück Wald. Das gehört vielleicht jemand anders. Dann zeichne ich hier weiter. Wenn Sie sehen, sobald ich einraste, wird das so magentafarben. Dann raste ich da ein. Dann geht der Wald dann hier noch so weiter. Jetzt rastet da dann am Außenrand ein, rastet hier ein und dann bin ich fertig. Und dann ist das auch wieder Wald und Nutzungskennziffer 1. So. Haben wir gemacht, ne? Und durch diese Einrastoption und dieses topologische Editieren sind die jetzt, wenn nicht irgendwo noch ein Rechenfehler passiert ist, ein Rundungsfehler, sind die jetzt wirklich genau aneinander. So, dann kommt unsere nächste Nutzungsart. Ich nehme wieder die Space-Taste, um ein bisschen zu zoomen. Jetzt habe ich aus Versehen irgendwo gedrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt drücke ich einfach Escape, dann ist er da aus dem ersten erzeugten Dings da raus. Na, da braucht man sich also nicht ärgern. So, ich glaube jetzt. Kommen Sie langsam gleich. Ich glaube, ich kann einfach alles von dieser Leiste nach oben packen, dann spare ich ein bisschen Platz. So. Ne? Ja, habe ich ein bisschen mehr Platz dann. Gut. Ein bisschen rauszoomen, jetzt wieder Escape. Ah, das ist mir zu groß. Ich will eigentlich 125. Ja, so ist mir das recht. Gut. Jetzt erzeuge ich also weiter Dinge. Moment. Wie will ich es haben? So will ich es haben. Okay. Und. Das mache ich dann. Das kommt dann von hier, von da, da. Da soll das rüber und dann bin ich jetzt hier erstmal fertig. Und jetzt könnte ich versuchen, jeden Knotenpunkt hier zu treffen. Ich könnte aber auch einfach dreist drüber zeichnen bis zu dem Punkt, wo ich dann wieder rauskommen will an dem anderen. Denn meine Einstellungen sind jetzt so, dass der Überlappungen verbietet und die Überlappung dann abschneidet. Zumindest wenn ich alles richtig eingestellt habe. Na, dann gehe ich jetzt hier hoch, zack. So, schauen Sie sich das nochmal an, wie ich das jetzt gemacht habe. Also wie das, und jetzt mache ich Rechtsklick. Und das ist jetzt Nutzungsart Fluss und Nutzungskennziffer 2. Das notiere ich mir aus, sonst gibt es Chaos. Fluss ist gleich 2. So, jetzt sehen wir das und jetzt kontrolliere ich schnell mit dem Auswahlwerkzeug, ob das richtig gemacht ist. Dann sehe ich nämlich, ja, die Knotenpunkte, die hat er jetzt automatisch gesetzt. Also das, der Überlappungsbereich, der wurde abgeschnitten und zwar genau so, dass es an die Grenze passt. Das macht das Digitalisieren dann viel einfacher von solchen Flächen, ne? Diese Einstellung, die ich getroffen habe. Wenn ich hier gucke, ja, es wird auch nichts verdeckt, hier ist nichts kaputt gemacht worden. Wunderbar, das passt zusammen. Gut, dann kann ich so weitermachen. Die Auswahl lösche ich wieder, ne? Keine Auswahl hier auf den Dingsbums, auf den Verbotsknopf. Und dann mache ich mein nächstes Polygon. Und das soll jetzt mal so gehen. Der Fluss der Breite geht mal bis hier und dann da und dann so bis an Rand. Das ist auch ein Fluss. Und das ist wieder die 2. Jo, haben wir gemacht. Kontrolliere ich wieder. Ist das Ding sauber? Ja, hat er sauber gemacht. Da, da, da. Nichts überlappt. Perfekt. Gut. Dann kommt jetzt die nächste Sache. So, dann fange ich hier an. Wie soll das gehen? Das soll so gehen. So. So vielleicht, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Da komme ich dann raus. Und das ist jetzt mal Nutzungsart Acker. Und dann mache ich jetzt hier mal eine Nutzungskennziffer 3 aufgeschrieben, damit mir das nicht verloren geht. Okidok. So. Und dann mache ich mal weiter. Den nächsten Teil, der soll dann bis hier soll das Ganze gehen. So. Zack, zack, zack. Ganz radikal, zack, 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 so. Ja, und das wird auch alles Acker. Und das ist dann die 3. So. Oh, da habe ich aber nicht sauber gearbeitet, da ist irgendwas schief gegangen. So, schau mal, was da los ist. Da ist jetzt ein sogenanntes Sliver-Polygon ist entstanden.
Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das Ding, Verzeihung, löschen und nochmal machen. Oder einzelne Knoten bearbeiten. Da müsste ich sogar welche hinzufügen. Ne? Wenn ich hier schaue. Da. Ja. Kriegen wir das hin? So, schauen wir mal. Knotenwerkzeug aktueller leer. Da habe ich einen neuen erzeugt. Nee, das ist mir zu riskant, dass ich noch das andere Ding kaputt mache. Ich habe das ganze Ding gelöscht. Gut, dann machen wir es noch mal ein bisschen ordentlicher. Ein bisschen schnell. Gut. Schwuppdidu. Also nochmal. Ich fange hier an. Überlege gerade, warum das so gewesen sein könnte. Wenn ich hier so lang gehe, zack, 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 müsste es eigentlich funktionieren. Was hatte ich gesagt? Acker und 3. So, ja, sauber. Okay, gut. Jetzt hat das abgeschlossen. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Eieiei. Muss ich doch nochmal löschen. Das war ja viel zu viel. Ich will ja nur von hier kommen. Ich will ja nur von hier kommen. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Das kleine grüne X war, dass ich eine temporäre Selbstüberschneidung hatte. Also während des Editierens hätte ich da Rechtsklick gedrückt, wäre das eine Selbstüberschneidung geworden. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, so. Schauen wir, ob es jetzt hinkriegt. Acker und 3. So, sieht aber gut aus. Ja, das hat geklappt. Wunderbar. So, haben wir erzeugt. Schöne Sache. Subidubi. Und jetzt habe ich noch einen Rest, den werde ich natürlich auch befüllen. Und zwar wieder mit einem Polygon. Das geht hier los. Soll dann die Grenze angrenzen an das alles und den Rest ausfüllen. Das geht dann so. Ja, Rechtsklick und das ist dann Stadt. Und das ist dann die 4. Wunderbar. So, jetzt habe ich das erzeugt. Das ist hoffentlich alles jetzt richtig. Und jetzt speichere ich das mal ab. Und schau mal nach, ob das jetzt richtig mit den Attributen und so weiter funktioniert. Dann gehen wir jetzt hier mal rein. Achso, ist es nicht gespeichert? Doch, Bearbeitungsmodus umschalten. So. Und dann gehe ich jetzt hier in die Stile. Hätte es auch direkt machen können, aber ich mache es jetzt über Eigenschaften, Symbolisierung. Nicht einzeln Symbol, sondern kategorisiert. Die Kategorie soll gehen über eine Spalte. Und ich nehme einfach mal Nutzungsart. Ich mache jetzt erstmal klassifizieren. Dann gibt er mir hier so Random Colors, also zufällige Farben. Ich weise die aber zu jetzt per Hand. Acker, nehmen wir mal hier so ein schönes, ja, so ein schönes Beige-Gelb. Der Fluss, da finden wir doch auch bestimmt hier so einen schönen, langweiligen, grau melierten Fluss. Die Stadt, die mache ich mal. Machen wir denn? Die können wir hier vielleicht grau mit Rand machen. Mal sehen, das ist wahrscheinlich nicht so gut zu unterscheiden vom. Na, was ist denn mit dem? Gucken wir mal, vielleicht doch irgendein Rot. Hier so ein bisschen stärker. Das ist mir zu stark. So. So. Und der Wald ist mir gerade ein bisschen zu grün. Haben wir dann hier Simple Green für Topo Forest, nehmen wir doch den. Warum nicht? Okay, blau sollten wir nicht sehen. Dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. Oh, jetzt hat er da am Dings dann diesen Rand gemacht. Na, das will ich nicht. Das ändern wir dann. Das ist, ach, mit den Korn, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Dann machen wir doch einfach was anderes. Nehmen wir einfach Land hier. Wunderbar. Ja, also wir sehen jetzt noch die Grenzen. Die Binnengrenzen sehen wir da zwischen den Beinen und zwischen den Beinen. Und die Flussgrenzen sind mal ein bisschen doller. Okay. Das soll jetzt mal also unsere Beispieldatei sein. Ja? Gut. Jetzt bin ich überlegt, gefällt mir die überhaupt? Ist die so, wie ich die haben will? Die hat, glaube ich, einen Nachteil. Oder hat sie einen Nachteil? Wenn ich dann später.
Nee, kriege ich hin. Wunderbar. Alles klar. Wunderbar. Lassen wir mal. Gut, das ist also jetzt erstmal unser Input. Das haben wir auch gespeichert. Tolle Sache. Diesen Stil, den speichere ich mir jetzt schon mal. Den klaue ich mir. Den kann ich nicht dann nämlich immer auf alle abgeleiteten Dateien anwenden. Und dann sehe ich direkt, ob die Nutzungsarten, die so sind, wie ich will, ob die dann so sind. Also ich mache jetzt hier Stil, Stil, Rechtsklick, Stil, Stil kopieren. Und ich kann alle Stilkategorien kopieren. Wir werden aber sehen, ich habe ja nur in Symbolisierung, also es müsste natürlich korrekterweise Signaturierung heißen. Nur die habe ich da, aber das sehen wir dann gleich. Okay, also das ist jetzt mein Input. Den Rahmen kann ich eigentlich rausschmeißen, den brauche ich gar nicht mehr. Der war nur fürs Digitalisieren da, für meine Einrastoption. Die kann ich auch wieder ausschalten. Ich brauche gerade gar kein Einrasten. So, und jetzt fange ich tatsächlich mit unserer ersten Geodatenverarbeitung an. Na, also wir haben jetzt verschiedene Flächen und wir sehen, manche von denen haben noch eine Binnengrenze, obwohl die benachbart zueinander sind. Und wenn wir das auflösen wollen, wenn wir das die zusammenschmeißen wollen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt mal den Fluss als Gesamtes haben oder die Waldfläche insgesamt berechnen, unabhängig vom Eigentümer. Na, also wenn wir hier, zack, da ein Stück, oh, jetzt muss ich hier reingehen wieder, zack, zwei Stücke Wald, ne? Die sind aber angrenzend, die grenzen richtig aneinander an. Und da gibt es eine Funktion für und das ist die erste geometrisch-topologische Mengenoperation, die wir heute kennenlernen wollen und das ist das sogenannte Zusammenführen oder Auflösen oder in ArcGIS, in ESRI-Produkten wird es normalerweise Dissolve genannt. Was wird denn da aufgelöst? Das Auflösen ist ja, nicht, ist ja ein anderer Sinn als Zusammenführen. Es gibt auch, Verzeihung, in der PostGIS-Datenbank heißt diese Funktion sogar Union, weil das sozusagen die Vereinigungsmenge all derer mit den gleichen Attributen ist, die geometrische Vereinigungsmenge der mit den gleichen Attributen. Nicht jedoch aber die Gesamtvereinigungsmenge, das haben wir später. Also was wird denn aufgelöst? Naja, aufgelöst, wenn man sagt, das ist Dissolve oder Auflösen, dann meint man die Grenzen zwischen denen, den Objekten, die eigentlich die gleichen Attribute haben. Ja? Da werden, und man kann auch zusammenführen dazu sagen, oder eben in ArcGIS-ESRI-Sprache Dissolve und bei QGIS heißt es auf Deutsch immer unterschiedlich, je nach Edition. Und zurzeit in 3.4 heißt das Ganze, die meisten führen wir bei Geo-Verarbeitungswerkzeuge, hier Vektor-Geo-Verarbeitungswerkzeuge. Und das heißt da auch gerade auflösen. Ja? Auflösen also inhaltlich wie Dissolve. So, jetzt geht dieses Fenster auf und jetzt fragt er nach Parametern. Auflösen als, als Vektoroperation verfügt nur über ein Eingabelayer und braucht nichts anderes, braucht also keinen zweiten Layer. So, dann machen wir das doch mal hier, Input frag fragmentiert, ja, Input fragmentiert, ist ja fragmentiert, deswegen wollen wir es auflösen, also die fragmentierten Teile zusammenfügen und das ist also hier richtig. Dann kann ich hier sagen, Felder auflösen optional. Ja, in der Beschreibung steht das auch drin, Hilfsaktion, Hilfsfunktion steht das auch drin, ich erkläre es Ihnen aber jetzt direkt. Ich kann sagen, nach welchen Feldern soll aufgelöst werden. Und da kann ich jetzt sagen, nach der FID, weil ich habe drei Felder, ne, drei Attribute, das kann ich mir nochmal, können wir uns nochmal angucken, wie das jetzt hier aussieht. Rechtsklick, Attributtabelle öffnen. Ne, und ich habe jetzt die FID, die jetzt konsekutiv vergeben wurde. Ne, oben steht das neueste, so ist das digitalisiert worden. Oben steht das neueste Objekt und ich kann die hier auswählen und dann werden die mir hier immer angezeigt. Ne, zweimal Wald, zweimal Fluss, zweimal Acker, einmal Stadt. Super. Das ist also, was ich habe. Ganz wichtig, bevor ich jetzt eine Vektorverarbeitung mache, unbedingt wieder Objektauswahl ändern, sonst mache ich nämlich dieses Verarbeitungswerkzeug nur auf dem ausgewählten Bereich. Okay, also Vektor, Geoverarbeitungswerkzeuge, auflösen. Ich dissolve das Ganze also und das mache ich nach einem bestimmten Feld. Und da kann ich jetzt das Feld nennen, das bestimmt, welche in einen Topf geworfen werden. Da, wo also das Gleiche drinsteht. Ich habe jetzt eine Nutzungsart und Nutzungskennziffer, die sind jetzt redundant. Einmal als Zahl und einmal als Wort. Ich kann es mir jetzt also aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal die Nutzungskennziffer. Einfach Spaß. Aber ich könnte auch Nutzungsart auch nochmal oben drauf tun. Ist aber unnötig. Dann nehme ich jetzt einfach Nutzungskennziffer. Und dann könnte ich sofort sagen, wo er das hinspeichern soll. Ich will mir erstmal angucken, ob das funktioniert hat. Deswegen ist temporär Layer in Ordnung. Ich sage also Start. So. Farbe den Algorithmus, auslösen, viel, zah, 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 0,2, Ladeergebnis beendet. Das hat also funktioniert. So, jetzt kriege ich dieses Ergebnis und die Grenzen sehen schon mal vielversprechend aus. Ich mache jetzt mal das andere Ding bildmäßig aus und jetzt kann ich einfach hier Rechtsklick machen und sagen Stil, Stil
Stil nicht kopieren, sondern einfügen. Alle Stilkategorien und jetzt sieht das, hat das die, den gleichen, das gleich, den gleichen Style wie unser Input davor. Ne? Und jetzt kann ich das auch wieder anmachen und kann ich jetzt hin und her schalten zwischen denen. Zack, zack. Nach der Auflösung, vor der Auflösung. Nach der Auflösung, vor der Auflösung. Nach der Auflösung, vor der Auflösung. Ne? Da kann man also sehen, wie die vereint werden. Und wenn ich jetzt hier schaue, ja, zack, 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 wunderbar. Das also hier alles korrekt. Ne? Und jetzt kann ich nochmal schauen. Auch die Attribute, die nicht als Auflöseattribut genannt wurden, also die Textattribute, die waren ja gekoppelt an unsere Kennziffer und sind ja auch automatisch gleich mit übernommen worden. Das ist also ganz wunderbar. Und so wie wir das wollen, hat also funktioniert. Jetzt sehen wir, wir haben jetzt tatsächlich nur noch vier Polygone. Grandios. Super. Damit haben wir schon mal unser erstes Vektordatenwerkzeug kennengelernt. Dann wollen wir gleich diesen Datensatz mal speichern und permanent machen. Und das machen wir wieder ins Due-Package. Und das suche ich mir wieder aus. Dann nehme ich hier wieder meine Vektortools-Übung, speichern. Und das nenne ich nicht so, sondern ich nenne das, das ist mein Output. Und ich nenne das jetzt mal Dissolve, so wie es bei Esri heißen würde, weil Auflösen heißt auf Deutsch ja nichts anderes als Dissolve. Ist jetzt also mit der Kugelsprache gerade aktuell kongruent, also gleichlautend, wie man so sagen würde. Layer-Optionen, Description, oh, da kann ich jetzt nochmal spaßeshalber reinschreiben, muss ich nicht, aber ich mache es jetzt mal. Ergebnis des Auflösens, so ich auflöse, ich, Umlaute lasse ich natürlich weg. Ergebnis. Und so. So, habe ich das reingeschrieben? Spatial Index Identifier, Geometry Name, FID. Das kann alles so bleiben. Ganz wunderbar. Und wenn ich jetzt hier schaue, dann kann ich schauen hier in die Daten, mal ins Due Package. Das kann ich hier refreshen, hier mit aktualisieren. Und dann sollten hier die, ja, da Output Dissolve, Rahmen. So, ich frage mich, wo steht dann eigentlich diese. Diese Beschreibung, die ich da jetzt brav eingegeben habe, die sollte doch in den Metadaten drin sein. Ist ja witzig, steht gar nicht dabei. Na gut, tut jetzt nichts zur Sache. Ohne Vorschau gibt es jetzt auch. Das ist ja nice. Das ist neu in den Dreier-Kugis-Versionen. Sehr schön. Gut. Also das hier. Ah, das ist schon tatsächlich der fest verspeicherte. Genau. Hat der dann hier die Beschreibung? Ne, der hat jetzt nicht die Beschreibung. Naja, gut, wie dem auch sei. Gut, das ist also mein erstes Ergebnis. Und so möchte ich dann auch, dass Sie das dann abspeichern, die ganzen Ergebnisse, dass Sie dann mir eine Datenbank abgeben mit allen Ergebnissen und Zwischenschritten, dass ich dann sehe, dass Sie das so nachvollzogen haben. Gut, okay, dann können wir doch gleich zum nächsten. Also wir machen jetzt noch anderthalb Werkzeuge und dann mache ich mit dem Video hier eine Pause und dann gibt es dann die anderen Werkzeuge jeweils in anderen Videos dann noch. Wahrscheinlich mal mehrere, nicht wahrscheinlich, sondern mehrere zusammen. Gut, also erstmal hier sind wir jetzt natürlich an einem schönen Punkt angekommen. Das ist eine gute Ausgangsbasis für unser nächstes und ein sehr, sehr häufig und beliebtes Werkzeug. Und zwar so der Clip. Der Clip wird auch genannt, heraus, oder ist eine Art Herausstanzen und das kann auch, kann man auch verstehen als eine Art Ausschneiden. Und der ist eine ganz, ganz, ganz häufige Operation. Also wenn ich eine größere Gegend habe, wie die jetzt hier mit Land und Fluss und Stadt, und ich will aber nur einen bestimmten Teil, dann kann ich mir eine andere Geometrie nehmen und wie aus einem Plätzchenteig, und das ist jetzt mal unser Plätzchenteig, den wir jetzt hier ausgerollt haben, den können wir jetzt abklipsen. Eben sowieso stanzen mit der Clip-Funktion. Dafür brauchen wir aber noch ein zusätzliches Feature, und zwar das sogenannte Clip-Feature, also die Plätzchenform. So, die machen wir doch mal. Dann mache ich hier also hier ein neues Geo-Package-Layer. Das packe ich mir hier wieder in dieses Geo-Package. Und es darf natürlich nicht Vektor-Tools-Übung heißen, sondern es muss heißen Clip-Object, nenne ich das mal. Einfach weil Feature ist so ein Esri-Name, den habe ich mir natürlich auch angewöhnt, aber. So wollen wir mal neutraler sein. Clip-Object ist dann firmenneutral. Und dann nehmen wir natürlich auch wieder die gleichen Geokoordinaten, damit das funktioniert. Tatsächlich ist es so, dass viele dieser Abschneidefunktionalitäten, die Fehler liefern können, wenn wir
in unprojizierten geografischen Koordinatensystemen arbeiten, also die mit Grad, mit Altgrad arbeiten. Wir wollen immer kartesische Koordinatensysteme, also richtige geodätische, rechtwinklige Koordinatensysteme mit Metern, dann kann der sauber rechnen. Denn wir erinnern uns, die ganzen Algorithmen, die benutzt, die funktionieren ja im euklidischen Raum. Und wenn wir auf Altgrad sphärischen Koordinaten, geografischen Koordinaten rumeiern, dann müssten wir eigentlich sphärische Geometrie treiben und da haben wir alle keine Lust und die Programmierer auch nicht, der Computer auch nicht, deswegen kann es da zu Fehlern kommen. Okay, neues Feld, das Clip-Object braucht eigentlich gar nichts, das ist, könnte ja nur unsere Gemeinde sein, aber ich kann der, auch, die kriegt ja einfach mal einen Namen und da steht ein Text drin und dann hat die wenigstens einen Namen. So. Und jetzt muss ich wieder aufpassen, nicht überschreiben, sondern neuen Layer hinzufügen, sonst wäre mein ganze Arbeit von vorher wäre komplett weg. Das wäre natürlich ärgerlich. Ja? So, mein Clip-Object. Wunderbar. So, das erzeuge ich jetzt. Und zwar will ich was ausschneiden. Und dazu muss ich die Editierfunktion, muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier im Clip-Object bin. Die Editierfunktion, die öffne ich hier mit Bearbeitungsmodus umschalten. Und jetzt mache ich mir eine schöne Ellipse. So, mal sehen, ob ich die hinkriege. Eine schöne Ellipse. Mit zwei Mittelpunkten, mal sehen, ich will die groß, die muss ja einigermaßen groß sein. Er darf nicht zu groß werden. So. Ah, die wird jetzt zu groß, also machen wir, nee, wir brechen ab, ich breche ab. Mein Aushilfshessisch, nee, das ist, Moment mal. Wie geht das mit Brennpunkten, glaube ich, ist das einfacher für mich. Die beiden Brennpunkte. Genau. So. Das sei jetzt mal hier meine Ellipse. Wo ist sie hinten? Jetzt habe ich Rechtsklick gemacht. Die sollte jetzt eigentlich entstehen und eigentlich sollte er mich jetzt fragen, wie sie heißt. Nee, das ist weggegangen. Machen wir nochmal neu. Ja, nee. Hätte ich nochmal klicken müssen. Ich die Brennpunkte ganz nah beieinander mache, das ist eigentlich wie ein Kreis, ne? Ja, das Kreis ist quasi eine Ellipse mit beiden Brennpunkten aufeinander. Gut. Punkt, Knopf. Und jetzt muss ich retten. Nee. Hallo? Wo ist dein Problem? Wo ist mein Problem? So, zack, zack, zack. Verschwindet ihr. Moment, ich mach mal Pause, das müssen Sie sich hier nicht mit ansehen, das Elend hier. Hallo. Genau. Ich habe den Fehler gefunden und es liegt auch tatsächlich, natürlich, vor, der Fehler sitzt natürlich vor dem Bildschirm. Und diesen Fehler hätte ich aber mit der Version 3.14 und 3.16 nicht mehr gemacht. Ich zeige Ihnen, was passiert ist. Und zwar, die Einrastoption müssen wir vorher wieder ausschalten, weil sonst versucht er, die Überlappung zu vermeiden und das wegzuschneiden. Der hat also das Ding erzeugt, das Clip-Feature und hat dann mit dem darunter verglichen und das hat dann alles nicht funktioniert. Gut, also wir müssen also die Einrast-Features nochmal anmachen und dann sagen erweiterte Konfiguration und dann müssen wir hier im alten Input, müssen wir das hier mit den Schnittpunkten, Moment, das muss ich hier rausnehmen, dass der dann nicht mehr die Schnittpunkte versucht wegzunehmen. Oh, dann kann ich das wegtun und dann muss ich sagen, bei den Einrasteinstellungen, dann muss topologisches editieren und einrasten, das muss beides auf aus sein. Dann kann ich den Zirkus wieder schließen und dann kann ich einfach hier wunderbaren Kreis machen. Also hier kann man auch einen Kreis machen. Ich probiere mal einen mit Mittelpunkt zu machen. Zack. Größer, so, was so. Das ist jetzt also mein Clip-Feature. Und jetzt sagt er mir, FID automatisch erzeugen, das kann er machen. Sollte er mich nicht noch nach dem Namen fragen? Das ist jetzt die gute Frage. Schauen wir mal in die Attributtabelle, hat er die gar nicht genommen? Nee, hat er nicht. Habe ich scheinbar vorhin vergessen, auf Feld hinzufügen zu klicken. Gut, das machen Sie dann natürlich. Dann gibt es quasi gleich einen Bonuspunkt. Gut, das ist alles, was wir an Clip-Features haben wollen. Und deswegen sage ich jetzt auch schon hier, Bearbeitungsmodus umschalten und sage speichern. So, jetzt habe ich hier mein Clip-Objekt. Das ist also meine Keksform, die ich aus dem Teig ausschneiden will. Das könnte zum Beispiel eine Gemeinde sein oder sowas. Okay, gut. Jo, das kann ich doch mal direkt machen. Wunderbar, mal sehen, was da für spannende Dinge passieren. Vektor, Geoverarbeitungswerkzeuge und hier heißt das Ding nicht Clip,
sondern auch nicht ausschneiden, das heißt aktuell in der deutschen Version zuschneiden. Das können Sie an diesen kleinen Mengenoperationssymbolchen immer erkennen, was das ist. Im Zweifel, wenn Sie sich nicht sicher sind, gehen Sie drauf, zuschneiden. Und dann wird nochmal erklärt rechts, ne, was da los ist. Attribute der Objekte werden nicht geändert und die Eigenschaften wie Fläche oder Länge werden geändert. Wenn die aber als Attribut geführt werden, müssen sie manuell aktualisiert werden. Das ist ganz wichtig. Das hatten wir schon in der allerersten Aufgabe, dass sobald was in der Tabelle steht, ist es nicht mehr dynamisch, wird dann nicht mehr dynamisch angepasst, gerade was Geometrien angeht. Okay, gut, dann schauen wir mal. Also wir haben jetzt zwei Dinge, die wir benötigen. Wir brauchen einen Eingabelayer, unseren Teig. Auch Input genannt. Und dann nehmen wir doch einfach Input Frag haben wir und dann haben wir hier aufgelöst. Unser altes Output Dissolve heißt das eigentlich. Ne? Das zeigt, der Anzeigename ist gerade aufgelöst, aber die Datei selber, die Tabelle heißt Output Dissolve. Was wir überlagern, das Overlay, das ist unser Clip Object. Wir können es auch Overlay nennen. Ne? Also wenn Sie es dann anlegen, können Sie es auch gerne Overlay nennen, dann ist es noch eindeutiger. Das wird also drüber gelegt und stanzt die Sache aus. Und dann schauen wir mal, ob das sauber funktioniert. Und deswegen erstmal nur den temporär leer. So, da starten wir mal. Blub. So, das hat funktioniert. Das ist ja traumhaft. Dann gucken wir mal, was haben wir jetzt? Clip-Object und aufgelöst kommt weg. Und hier müssten jetzt alle Features des Input-Features, also von dem hier, das war mein Input, drin sein, die innerhalb des Clip-Features liegen. Ja, und das ist das Ergebnis. Okay? Okay. Wenn etwas nur teilweise drin liegt, wird es abgeschnitten. Und zwar sauber hier. Ne? Sauber. Mit dem Rand diese Annäherung an den Kreis. Ist natürlich mit Kreissegmenten oder mit Liniensegmenten gemacht. Aber das ist dann sauber abgeschnitten. Okay. Und nur die Attribute der Input-Features übernommen und die Clip-Features werden nicht übernommen. Und das Clip-Object, das Overlay muss in den meisten Geoinformationssystem auch ein Polygon sein, damit das funktioniert, dieses Ausstanzen. Ich kann mit dieser Plätzchenform aus Polygonen ausschneiden, aus Linien, aus Punkten, das geht alles, aber ich kann nicht mit einem Punkt etwas aus einer Fläche ausschneiden. Theoretisch geht das, rein mathematisch, mengentheoretisch, geometrisch geht das, aber so wie die Dinger programmiert sind, in den Geoinformationssystemen geht es, zumindest in ArcGIS, in PostGIS und wobei PostGIS kommt es drauf an, aber auf jeden Fall in ArcGIS und QGIS geht es nicht. Gut. Dann wollen wir mal schauen, ob dann auch die Attribute mitgenommen wurden. So, schauen wir mal. Dupi-dupi-dup, Stiele. Stil. Ah, jetzt, ich habe ja neu gestartet. Das haben Sie natürlich nicht gesehen. Also muss ich hier vorher nochmal den Stil hier kopieren. Stil kopieren. Ich brauche aber eigentlich nur die Signaturierung. Nochmal hier Rechtsklick, Stile, Stil einfügen. Signaturierung, zack. Und wir sehen, ja, das passt. Wenn ich jetzt darunter wieder das ursprüngliche Output Dissolve mache, dann sehen wir, dass das nahtlos dazu passt, inhaltlich wie geometrisch. Ja? Und das ist das, was Clip macht. Okidoki. Wunderbar. Dann gibt es einen Freund vom Clip. Den wollen wir noch behandeln. Der Freund vom Clip ist der Dis, Quatsch, ist der Erase. Das Auslöschen, das Wegradieren, das Ausstanzen, aber andersrum halt. Weglöschen. Ne? Das ist Mathematik. Also dieses hier nennt man. Nicht ganz. Okay, aber also mengentheoretisch ist das nächste, was wir machen, eine Differenzmenge. So. Also. Achso, halt, das war erstmal richtig, unser Clip-Ergebnis. Also verspeichern wir das auch permanent. Exportieren können wir. Ja, wir können es einfach exportieren. Speichern als GeoPackage. Das ist schon mal richtig. Und dann nehmen wir unser Vektortool. So, rein damit. Und hier die Tabelle ist ganz bonfunktionös. Das sehen wir. Also Nutzungsart, Nutzungskennziffer und die FID. Und das ist nur die FID vom Eingabe-Layer noch übrig. So. Schauen wir mal. Schwuppdiwupp. Ist das richtig? Nein, Layername darf natürlich nicht so heißen, sondern das ist unser Output. Und zwar nicht von Dissolve, sondern von, wie ist das gute Stück? Das war unser Clip. Ja, Output Clip nennen wir das. Und können wir den Rest hier so lassen? Das können wir alles so lassen, ja. Bupp. Haben wir gespeichert.
Ne, dem können wir jetzt auch wieder den Stil zuweisen, dann passt das wieder. So, und dann kann ich das zugeschnittene Ding löschen. Das brauchen wir nicht. Also das ist ja nur temporär gewesen. So, dann gucken wir mal wieder in unsere Datenbank, ob da alles ist, was wir brauchen. Ob da alles ist, was wir brauchen. Clip-Objekt, Input-Frag, Output-Clip, Output-Dissolve. Genau, unser Output-Dissolve ist quasi das Input für den Clip. Ja? Okay, doch, haben wir ja alles. Schön. Dann können wir ja auch das Gegenteil machen. Wir könnten jetzt auch was rauslöschen. Dazu machen wir das hier mal wieder aus. Das Clip-Object aus. Ich will Ihnen aber vielleicht noch mal zeigen. Ich hatte jetzt hier ja vergessen, ihm ein Attribut zu geben. Das ist also ganz wichtig zu verstehen, dass nur die Attribute vom Input, von dem Teig genommen werden und nicht von dem Clip-Objekt. Deswegen werde ich das. Ich mache es einfach noch einmal nochmal, nur so zum Zeigen. Dann lösche ich das Ding hier raus, mache ein zweites Clip-Objekt. Genau, das ist ja ganz schnell gemacht. Zack. Clip 2 nenne ich das. Jetzt heißt das Clop 2. Clip 2. Clip 2. So. Das ist natürlich ein Polygon. Das ist WGS 84. Nee, WGS. 84 UTM 232N und es hat ein Feld und zwar den Namen. Und das muss ich zur Feldliste hinzufügen. Zack, zack, zack. So, ja, neue Layer hinzufügen. Wunderbar. Und da editieren wir schnell. Dann nehmen wir hier den Kreis. Machen wir einen schönen Kreis. Nee, den will ich nicht. So ein Kreis. Bubidub. Genau. Und jetzt fragt er mich nach den Namen. Und das ist hier jetzt Gummi. Bärchenhausen. So, Gummibärchenhausen. Ich vermeide Umlaute einfach, weil ich 90er Jahre geschädigt bin. Das ist so ein bisschen, ne, hängen geblieben. Aber kann bei GIS-Programmen sehr nützlich sein, weil mit Umlauten stürzen die manchmal ab, wenn die zu nah an den eigentlichen Geometrien hängen und nicht brav in einer Attributtextspalte. Da gehen natürlich Umlaute mit UTF-8. So, habe ich gemacht. Speichern. Speichern. So. Und dann kann ich hier nochmal den Clip machen. Das ist also zuschneiden. Aufgelöst ist wunderbar. Clip 2. Jo. Starten wir mal. So, rot ist jetzt im Endeffekt mein Ergebnis. Und da will ich nur kurz in die Attributtabelle schauen, dass Sie sehen, der Name vom Clip-Feature, das war ein eigenes Attribut, ne? Also normal, ich kann es ja hier nochmal anmachen. Attributtabelle. Der Name vom Clip-Feature, der ist ein richtiges Attribut gewesen. Da, Gummibärchenhausen. Der ist nicht übernommen worden. Das ist also beim Clip eine ganz wichtige Sache, dass nur das, was als Inputfeld eingegeben ist, der Teig, aus dem ausgestanzt wird, nur dessen Attribute werden übernommen. Okay, das wollte ich also noch gezeigt haben. Wunderbar. So, dann kann ich das Ding hier löschen. Brauchen wir nicht mehr. Das Ding löschen wir auch. So, und dann kommen wir zum Erase. So, und das können wir aus dem gleichen Teig machen. Ich schmeiß das hier aber mal auch raus. Und hol es uns von hier nochmal da. Zack. Output Dissolve. Damit Sie wissen, dass so heißt das eigentlich. Nicht mit dem. So, dann machen wir wieder die alte Symbolisierung. Die habe ich wieder reingeholt. Das ist der Output Dissolve. Und dann den Rest kann ich eigentlich auch löschen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und brauchen wir nicht. So, super. Und jetzt wollen wir erasen. Wir wollen jetzt also die Differenzmenge bilden und Sachen also rauslöschen. Difference, Erase oder Differenzmenge, das sind alles Namen. So, schauen wir mal, wie es bei QGIS heißt. Aber um das zu machen, will ich vorher erstmal noch mir wieder einen Overlay machen, das Erase-Feature. Den Löscher, den Radiergummi, wenn man so will. Dazu brauche ich wieder ein neues Layer in meinem Geo-Package. Und ich will jetzt mal hier nicht wieder draufklicken, sondern weil dann muss ich erstmal wieder angeben, in welche Datenbank gehört das und so weiter und so fort. Ich müsste es eigentlich theoretisch auch hier machen können. Direkt im Browser. Rechtsklick,
neuen Layer oder Tabelle erzeugen. Dann steht nämlich hier schon die richtige Tabelle und ich brauche nur noch den Namen ändern. Dann spare ich mir einen Arbeitsschritt. Ne? Sie haben es ja jetzt oft genug auf dem Knopfweg gesehen. Jetzt habe ich es hier mit dem Rechtsklick da im Browser gemacht. Das ist auch eine Macht, die der Browser hat. Ich kann ja sogar, na gut, also soweit. Das wird jetzt also mein Erase, ich nenne es mal Erase Overlay. Overlay, Erase Overlay. Das soll natürlich eine Geometrie haben, das soll ein Polygon sein. Natürlich nicht WGS 84 unprojiziert Altgrad in Dezimalnotation, sondern WGS 84 UDM-Zone 32N. Wunderbar. Und spaßhalber geben wir dem auch wieder einen Namen mit Text zur Feldlese. So. Erzeugt. Haben wir jetzt hier ein leeres, schönes Dingens. Das ist Erase Overlay und da erzeugen wir jetzt wieder was Neues. Bup, die bup. Wir rasten nicht mehr ein, das ist gut, sonst rasten wir wieder aus. Und ich mache jetzt diesmal ein Rechteck. Vom Mittelpunkt aus. Okay, das mal probieren, ob ich das hier ordentlich hinkriege. Punkt. Und so sieht mir das sehr gut aus. So wünsche ich mir das. Ja, perfekt. Also ich lösche da ein schönes Stück. Ja, ein bisschen so. So. Schönes Stück lösche ich mir da jetzt raus. FID wird wieder automatisch erzeugt, das ist in Ordnung, die wird fortlaufend gemacht, tolle Sache. Und der Name ist diesmal nicht Gummibärchen außen, sondern das ist ja was Böses. Das ist jetzt, weiß ich nicht, Ickzornsburg. Ickzornsburg. Das ist was Gemeines sozusagen. Und ja, wunderbar. Dann habe ich jetzt also dieses Erase-Overlay, das kann ich jetzt beenden, die Bearbeitung. Speichern. Wunderbar. Und die liegen jetzt also hier so lustig übereinander. Und jetzt kann ich das Werkzeug einsetzen. Ich will jetzt also alles raushaben, was in Ickzornsburg ist. Na, da wird jetzt quasi die Geodaten-Atombombe gezündet und zwar nur genau bis zum Rand. Da sage ich also Vektor-Geoverarbeitungswerkzeuge und das ist, wie heißt das Ding denn jetzt? Differenzmenge heißt es gerade aktuell. Okay, Differenz. Bup. Und hier müssen wir auch wieder ganz doll aufpassen, was ist Eingabe, was ist Ausgabe. Also alle Input-Features, die innerhalb des Erase-Features in Polygon liegen, wird entfernt. Und das wird zum Beispiel häufig genommen, wenn man einen Kreis, der nicht dazugehört, oder ich habe Stadt Kassel und die ganzen Sachen sollen raus, weil ich nur die Landkreisdaten betrachte und so weiter und so fort. Und das machen wir. Also Eingabe ist wieder Input und dann nehmen wir unser Output Dissolve. Das Output Dissolve, also sozusagen, das ist ja das, was wir ganz am Anfang, wo wir die mehreren Waldstücke vereinigt haben. Das war ja unser, das, womit wir mal arbeiten. Das soll also unsere Eingabe sein. Und unser Overlay soll sein, unser Erase-Overlay, so haben wir es ja genannt, ne? Python bezeichnet es auch Overlay, gut, dann können wir das da. So, und dann, hier ist es auch nochmal erklärt, ohne Grafik, aber erklärt, und dann starte ich das Ganze mal. So, das hat funktioniert, es gab keine Fehlermeldung, dann kann das Erase-Overlay erstmal weggehen. Die rote sind ein bisschen ähnlich, deswegen mache ich das Input auch mal weg. Also ich habe jetzt als Ergebnis, als Output tatsächlich nur diesen Rahmen drumherum. Das ist gut. Und dann mache ich jetzt Rechtsklick, Stile und füge den Style ein. So, ah ja, also die Attribute sind auch wieder alle mitgenommen worden. Das ist toll. Und dann gucke ich noch, ob der Name mitgenommen wurde von Ickzornsburg. Wäre ja eigentlich blöd, weil ja alles, was in Ickzornsburg ist, draußen ist. Ja? So, und tatsächlich ist auch nicht mitgenommen worden. Ich habe nur wieder die Attribute, die Restattribute von meiner Eingabe. Und sehen Sie, die FIDs sind jetzt nicht mehr fortlaufend, weil ja einiges fehlt und die vorhin beim Zusammen addieren ist immer die höchste genommen worden. Okay, so wunderbar, dann habe ich das hier als Ergebnis. Das kann ich also schon mal speichern. Das kann ich wieder speichern in GeoPackage. Jetzt frage ich mich, jetzt ist mein Experiment, ob das hier geht, wenn ich das hier einfach hier hochziehe, ob das funktioniert. Das wäre natürlich sehr praktisch. Import war erfolgreich. Yo, na das ist doch mal was. Aber halt, wie heißt das denn? Jetzt weiß ich nicht, wie das heißt. Differenz heißt das einfach. Na gut, aber ich kann es ja umbenennen. Eigenschaften? Nee, kann ich nicht. Jetzt heißt das Differenz. Okay, gut. Naja, aber dann weiß ich. Aber gut, das ist also auch ein Weg, wie man dann mit den Geo-Packages arbeiten kann. Wie gesagt, wenn man sich auskennt, kann man das machen. Ist vielleicht für Sie am Anfang. Ich würde das auch normalerweise, ich habe es jetzt nur mal zum Spaß halber gemacht. Warum ich davon abrate, diesen ganzen Drag-and-Drop-Geschichten beim Speichern. Man hat sich da schnell mal vertan. Ne? Dann hat man sich schnell mal irgendwo vertan und dann ist man in der falschen Richtung oder der Name war falsch und so weiter und so fort. Deswegen mache ich das lieber immer mit, ich gebe den Dateinamen selber ein und so weiter und so fort. Okay, gut, ist jetzt aber passiert und hat jetzt funktioniert. Wunderbar. Gut, dann kann ich das hier im Prinzip löschen. Das ist ja nur temporär. Ich lösche
und kontrolliere, ob das funktioniert hat mit dem Speichern per Drag and Drop. Gebe ich dem dann wieder den Stil hier. Stil. Ja, wunderbar, ist das gleiche, ne? Wunderbar. Okay. Eigentlich toll. Aber jetzt ist natürlich was Besonderes passiert. Was ganz Besonderes. Wenn ich jetzt mir das Ganze mal angucke mit dem Auswahlwerkzeug. Und dann gehe ich jetzt mal hier drauf. Wunderbar. Und dann gehe ich hier drauf. Aha. Gehe ich hier drauf. Aha. Gehe ich hier drauf. Aha. 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 Also, Sie sehen, dass die Flussfläche und die Ackerfläche, die sind zerteilt worden durch dieses Zerschneiden, aber die sind immer noch verspeichert als ein einziges Objekt. Glauben Sie mir nicht? Naja, das zeige ich Ihnen gleich. Hier, ich gehe in die Attributtabelle. Schwuppdiwupp. Und da kann man es wunderbar sehen. Zack, 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 ne? Zack, 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 zack. Achso, jetzt sieht man es gar nicht. Jetzt klicke ich da wild. Also, so meine ich natürlich. Zack, 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 ne? Wald ist ein Stück, Fluss ist ein Stück, Acker ist ein Stück und Stadt ist ein Stück. Das ist ein einziger Eintrag in der Spalte. Das heißt, es gibt ja auch noch, die ist jetzt unsichtbar, aber es gibt ja noch die Geometriespalte, wo die Koordinaten abgelegt sind. Und das ist auch noch eine einzige Koordinatenspalte für jedes dieser Objekte, also für den Fluss. So, was mache ich jetzt? Was ich erzeugt habe, ist eine sogenannte Multipart-Geometry. Das heißt, eine einzige Geometrie hat mehrere Teile, die sich nicht berühren. Ich muss jetzt also Multipart to Single Part machen. Und das geht natürlich in jedem sinnvollen Geoinformationssystem und so auch in QGIS. Und da gehen wir einfach auf Geoverarbeitungswerkzeuge. Und wir gehen nicht darauf, sondern wir gehen auf mehr zu einteilig in Geometriewerkzeuge. Mehr zu einteilig. Na, das muss man sich ein bisschen merken. Das ist so wie konkav, konvex. Das ist jetzt mehrteilig, die Geometrie. Das bedeutet, der Fluss besteht, ein einziger Fluss besteht aus mehreren Geometrien. Und die will ich zu einzelnen Teilen machen. Okay. Da habe ich als Eingabe nur das, ob das, also die Ebene, die über mehrteilige Geometrien verfügt. Das ist ja hier Differenz in dem Falle. Und die einzelnen Teile können dann in den Temporär-Layer rein. Das ist mir lieb, das ist mir recht. Dann mache ich Starten. Und dann gucke ich mal, ob das jetzt funktioniert hat. Erstmal gebe ich dem wieder den alten Style, damit ich auch mich zurechtfinde. Jo, jo, jo. Und dann kann ich klicken. Und siehe, wunderbar. Das sind jetzt alles einzelne Einträge. Tatsächlich sollten jetzt auch in der Attributtabelle neue Einträge sein. So. Hier ist jetzt nur ein Problem. Er hat dann die FID übernommen. Das heißt, die FID gibt es jetzt zweimal. Ne? Die müsste ich jetzt ändern per Hand, wenn ich da in der Datenbank dann groß weiterarbeiten will. Aber scheinbar vergibt er intern nochmal einen Schlüssel, wo die Geometrie noch mit drin ist. Gut. Aber das ist ein Datenbankproblem. Dann machen wir, das machen wir im Lernfeld 5 dann. Gut, aber jetzt ist jede dieser Geometrien einzeln. Eine ganz wunderbare Sache. Und so, wenn ich jetzt hier draufklicke und hier reingezoomt bin und mich wundere, ich mache eine Flächenberechnung, wundere, das ist ja riesengroß. Ja, das, also halt, also hier wäre das so gewesen. So. Wenn ich also hier klicke, so, und mich wundere, boah, warum ist denn die Fläche so, also nicht sichtbar, sondern ich klicke die nur hier an, in der lokalen Nachbarschaft und irgendwo hinten, ganz weit weg, viele Kilometer weg, ist noch ein riesiger anderer Teil, der dazugehört. Und ich wundere mich, warum dieses kleine Ding so eine Riesenfläche hat. Das kann daran liegen. Also nach einem Erase ist ein Multipart to Single Part eine Operation durchaus sinnvoll. Gut, damit, soweit haben wir schon 2,5 richtig tolle Tools kennengelernt und vor allem wir haben die Vektor-Editierfunktion kennengelernt. Hier noch ein Verweis auf die QGIS, das QGIS Manual ist wirklich gut geworden mittlerweile. Selbst die deutsche Variante ist mittlerweile ziemlich gut. Hier, ich habe mal 3.4. Der MacArt, der wird nicht mehr modifiziert. 3.14, 3.16 sind natürlich aktuelle. Aber auch die 3.4er hat schon ein ganz tolles deutsches Benutzerhandbuch für die Editierwerkzeuge. Ich zeige Ihnen das mal. Wo sind wir denn? Arbeiten mit, nee, mit Vektordaten wollte ich doch machen. Arbeiten mit Vektordaten da. Und Editierfunktion. Da können Sie sich in Ruhe mal einlesen, wenn Sie jetzt Probleme haben oder dann auch mal größere Editieraufgaben haben. Sie sehen hier immer diese schönen, diese schönen Bemerkungen und Tipps, die guten Punkte, die Logos, alle mit drin, mit Beispielen. Das ist also wirklich sehr schön erklärt. Topologisches Editieren, Geometrieprüfung, Spurverfolgung, vorhandene Layer editieren. Mit den Werkzeugen, die haben Sie jetzt ja schon zum Teil kennengelernt. Digitalisieren gibt es Hinweise, Beispiele. Hier, ne?
Auch Tastaturkürzel werden erklärt und das kann man so Schritt für Schritt durchgehen und dann kann man da eine ganze Menge mitmachen. Da hat Kugis echt einen Schritt mit der dritten Edition, einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Und wie gesagt, es ist sogar noch komfortabler. Also dieser Fehler, der mir vorhin passiert ist, mit dem mit Magnetdingern, das ist dann in der noch aktuelleren Version, ist es noch deutlicher. Da sind dann noch ein paar mehr Erklärungen in dem Tool selber und die Übersetzung ist ein bisschen eindeutiger und das geht dann auch. Aber wenn Sie es so machen, wie ich es geschrieben habe, dann kein Problem. Objekte umarbeiten. Also da kann man wirklich tolle Sachen mitmachen und wirklich präzise und auch angenehm mittlerweile arbeiten. Das ist eine tolle Sache. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten danke erstmal für die Aufmerksamkeit und dann geht es in den nächsten Videos dann weiter mit den restlichen grundlegenden Vektorwerkzeugen. Bis dann!